Ja, das Besondere an China ist, es ändert sich alles sehr, sehr schnell. Das betrifft die Wettbewerbssituation, vor allen Dingen die lokalen Wettbewerber werden immer stärker. Das betrifft die Nachfragesituation. Das bedeutet, dass sich die Wünsche der Kunden oft sehr schnell ändern können. Dazu kommt, dass die lokalen Informationen nicht unbedingt zuverlässig sind. Die offiziellen Statistiken geben oftmals nur Trends wieder. Das, was man in der Zeitung liest, das, was man im Internet liest, darauf kann man sich nicht unbedingt verlassen. Umso wichtiger ist es, dass man immer wieder zu den Unternehmen vor Ort geht. Ziel ist es, dass die Unternehmen in Deutschland über möglichst gute, möglichst aktuelle Informationen verfügen können, um sich auf ihre Aktivitäten im Ausland vorbereiten zu können.